Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Wir werden uns heute Iris, der Zahnlosen, stellen. Mal sehen, ob wir ihr die Zähne gezogen kriegen. Passt vielleicht nicht ganz. Mal sehen, ob sie uns die Zähne zeigt oder nicht, die sie angeblich nicht hat. So, schauen wir mal gerade auf die Karte. Markieren die gute Frau mal. Da schaue ich noch mal gerade ins Söldnermenü, wenn ihr nichts dagegen habt. Mal rauszufinden. Höherer Schaden durch Nahkampfangriffe. Okay. Und ist giftig. Da hinten ist sie irgendwo. Was passiert denn hier sonst noch so? Hi. Oder auch nicht. Anything a mercenary can do for you, Statesman? I'm losing everything. Not only was my brother Alpinor murdered. Oh. But my whole political career is about to disappear too. Er hat auch die gleichen Brusthaare. I know what it's like to lose family. Toughest thing you'll ever face in your life. Alpinor was a kind and wealthy man. He financed my love for politics and protected me from harm. And now he's gone. I risk losing everything I have left. Is there something I can do? Ever since my brother disappeared, bandits have been attacking me. They're after the family fortune and I'm left defenseless. If they take the money from me, then I can't continue my political career. And you want me to kill all the bandits? All of them. I'll help you. Thank you. Please be discreet. I'll be back when everything's taken care of. Elfenors Bruder, also. Interessant. Die Quest, da will ich mir wenigstens mal die Beschreibung angucken. So, das hier können wir mal gerade zuklappen, glaube ich. Oder? Ja, genau. Das hier sind nämlich die ganzen Kultisten. So, wo haben wir es denn hier? Dem Tod überlassen. Zu viele offene Quests. Da. Elpenors Bruder, ein Politiker, der sich über Cassandras Rolle bei Elpenors Tor nicht im Klaren war, fürchtet einen Banditenangriff. Ironischerweise heuert er Cassandra zu seinem Schutz an. Zwei Banditen sollen wir da ausschalten. Machen wir noch. Bestimmt. Später. So, mal gucken, da läuft Iris. Ja, damals schon die vergiftete Axt. Ja klar, lass uns tanzen. Au, oh, oh, uff. Hallöchen. Wollte ich schon sagen. Weg, weg. Ach Mann, nicht in den Stein. Warum der in den Stein? Scheiße. In den Stein, ey, ganz ehrlich. Und dann hängst du da halt fest und kommst nicht mehr weg. Nee. Gerade wollte ich noch sagen, ein bisschen zahnlos ist sie schon, ne? Eher so eine Art Papiertiger. Aber
Und du hast halt zweimal getroffen und dann bist du auch schon tot. So, mit Elpenos Bruder haben wir... Elpeno. Da muss man verdammt aufpassen bei dem Namen. Mit dem haben wir schon gesprochen, glaube ich. So, schnappen wir uns Iris nochmal. Unser Schleichangriff hat, glaube ich, ganz gut Schaden gemacht. Der hat ihr schon so 50% abgezogen gehabt oder sowas. Ups. So, Problem ist natürlich, die Stadtwache wird ja auch gleich auftauchen. Hat sie mich getroffen hier tatsächlich irgendwie? Oh Mist. Rollt die schnell weg. Oh nein, nein, nein. Das sind halt die Dinge, die nicht passieren dürfen. Ups. Ich muss mal gerade... Ihn? Junge, das hat schon ein bisschen wehgetan jetzt. Keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube nicht, ne? Aber sie sucht schon. Der daneben auch. Einfach mit dem Überraschungsangriff, das war mal nix. Und jetzt haben wir auch noch so einen zweiten Typen hier an der Backe. Hat er sich schon wieder zurückgezogen aus dem Kampf? Och Mann! Das gibt's doch nicht. Wenn man sich hier mit der Distanz so verschätzt, ne? Das ist natürlich doof. Zu gewinnen kann ich nicht, sagst du, ja? So. Ja, diesmal auch nicht in den Stein rein. Super angenehm. Die kann ausweichen. Sieh mal eine an. Jetzt ist sie auf einmal hier super schnell. Ach nee, ach komm. Ups, durch ihn durchausgewichen. Boah. Das ist gefährlich. Dieser Powerangriff, der ist echt eine feine Sache. Der macht Spaß. Achso, jetzt muss er erst wieder aufladen. Ich wollte mal gucken, ob man Söldner hier auch irgendwie anheuern kann. Ob das geht. Ja, man kann. Und einen neuen Söldner haben wir entdeckt. Schauen wir mal ins Schiffsmenü, ob die Gute was taugt. Wo ist sie denn, Iris?
Nö. Aber immerhin Lila. Das ist unser Zimmermann, oder? Hector? Ja, schön. Söldner kann man also auch für sein Schiff anheuern. Wieder was gelernt hier. Nice. So, die Axt hier haben wir, glaube ich, gerade erbeutet. Schauen wir mal direkt nach, was wir hier erbeutet haben. Ein olles Kurzschwert. Weg damit. Brauchen wir nicht. Kolossstreitkolben. Die Axt. Nee, auch nur blau leider. Da machen wir ein bisschen Material draus. Ja, das war's schon so ziemlich. Ich wollte mir hier mal noch wieder eine schicke Rüstung anziehen. Hier sowas mit Umhang fand ich schon ganz cool. Ja, wir nehmen mal hier was mit so einem hellen Rock. So, gut, okay, meinetwegen. Dann hätten wir das erledigt. So, da müssen wir mal gucken. Hier genau, direkt nebenan quasi, haben wir so ein paar Banditen rumzugurken, mit denen wir uns mal beschäftigen werden. Und dann müssen wir auch noch eine Quest abgeben, wo es ja darum ging, diese potenzsteigernden Mittel zu besorgen. Und die Hirschzunge und die Bärenhoden haben wir inzwischen. Ja, hoch, danke. Oh, da gibt's Holz. Ja, wo sind denn die lustigen Banditen? Ikaros, erzähl mir davon. Wo sind die fiesen Banditen? Such. Unterirdisch, sagst du. Das heißt, hier muss es irgendwo einen Höhenzugang geben, sagst du. Da drüben ist noch eine Quest. Wo kommt denn diese Quest her? Ach, ganz da hinten ist die. Ein Heiler wird geheilt. So, ich vermute, das hier sieht so ein bisschen nach Höhleneingang aus, oder? Nee, gar nicht. Ja, okay, da müssen wir mal gucken, wo sich der Höhleneingang befindet. Hier unten? Das sieht nach Höhleneingang aus. Diesmal aber wirklich. Don't want to be caught here. Nice view. And there's Vespina Fort to the south. This must be the cave Photius mentioned. Those priests came this way. Aha. Brauche ich Licht? Nee. So dunkel ist das Spiel nun auch nicht. Den zu überfallen wird schwierig. Und da hinten ist noch einer, den ich gar nicht gesehen hatte. Haben wir es schon mal ordentlich gegeben. So, was mit ihm? Vorläufig nichts. Wenn wir den Hund so erledigen. Eigentlich will ich dem Hund gar nichts tun.
Das sieht zu knuffig aus. Oh, hi. To the dead! Aua. Hey. Better go collect. Na, hier liegt aber noch eine Menge Zeug rum. So, der Hund tut mir ja bestimmt nichts, oder? Hast du gedacht? Schade. Eigentlich wollte ich dem Hund ja nichts tun. Nee, der kann liegen bleiben. Leder hier dem Skelett abgezogen noch. Hier ist gar nichts. Das Spiel hat mich eiskalt angelogen. Unglaublich. Okay, so, hier hinten ist die Höhle auf jeden Fall zu Ende. Dann müssen wir noch mal, hallo, auf die andere Seite gucken. Nee, der kann auch liegen bleiben. Da oben hat es noch irgendwo geblinkt. Ja, hier. Da drüben gibt es einen alternativen Eingang scheinbar. Ja, gut gemacht, Cassandra. Genau da wollte ich nämlich ranspringen. Klarer Fall. War ich hier schon mal? Könnte glatt sein, dass ich hier schon mal war. Ja, nee, doch nicht noch. Mädel, dein Ernst? Bin ich hier reingekommen? Nee. Vielleicht doch. So. Die Korioka-Höhle, genau, die hatten wir nämlich schon mal. Also jetzt müssen wir das noch abgeben, das Zeug. Und dann sind wir für heute durch. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Ich habe keine Ahnung. Nö, gar nicht. Kein bisschen. Ich muss mehr darüber. Ja, klar, hier. So, wo ist denn diese wollüstige Frau? Ganz da hinten auf der anderen Seite. Da. So, wir erinnern uns, ne? Bärenhoden und Hirschzunge sollten wir besorgen. Oh, ist das da ihr Mann? Der nicht mehr so richtig, ihr wisst schon, fit ist. Ach man, das ist doch mal zugeklappt hier. Hier, das Alter ist nur eine Zahl, ist nämlich die Quest. Der Gatte einer alten Dame hatte Schwierigkeiten mit ihrer Lust nach Liebe mitzuhalten. Cassandra musste die Zutaten eines Elixiers sammeln, das seine Libido anspornen konnte, sollte.
Auxesia heißt die Frau. Hallöchen, Auxesia. Mistios, you're back! And not a moment too soon. I got what you asked for. Who is this, Auxesia? This is the Mistios who's going to reignite our spark, my love. Oh no! We've been through this. I can't satisfy you anymore. You're going to kill me with your lust. Nonsense. I'm going to make you an elixir that will give you the vigor of a man a fraction of your age. God save me. I cannot do this anymore. Der Arme. Ich stille deinen Hunger. Ja, ich denke, dass... By all the gods, will somebody pay me? If I hear any more of this talk, I'm going to be sick. Bah, young people, they don't understand true love. Here, this should be more than enough. My thanks. Come, Goragos. I'll mix the elixir. You get the oils ready. Ja, du schaffst das schon, Junge. Hey. Ah, der Arme. Ein bisschen leid tut er mir schon. Ich kann ihn aufhören. Also. So, ja, komm. Nee, er ist nicht so richtig fit. Schade. Das wird wohl nichts. Habe ich die Zutaten umsonst besorgt? Naja. Ist mir ja bezahlt worden. Also hier ans Brett müssen wir auch mal, wenn... Ach, machen wir heute. Was soll's. Wir schauen mal, ob was Interessantes dabei ist. Ah, erneut beseelt. Ja, das sind alles Zeitquests hier. Das hier ist keine Zeitquest. Das hier auch nicht. Mal sehen, falls wir irgendwann dran vorbeikommen. Aber das, ja. Na egal. Achso, und die Wochenaufgaben gibt es ja auch noch. Schattentruppen. Vernichtet ihre Truppen. Ja, keine Ahnung. Machen wir mal bei Gelegenheit. Das sind halt alles so kleine Quests, die ich so mitnehme. Yo. You're back. Have you killed them? Klar. I took care of them. Every last one. Excellent work, my friend. Voll freudig erregt die Frau dabei. Happy to help. Joa, ein paar Drachmen. Elphinos Bruder hier gerettet. Läuft doch. So, und jetzt laufen hier eine Menge Quests rum. Und die wir uns heute nicht mehr kümmern. Schauen mal, was haben wir denn hier Schönes bekommen. Achso, diesen komischen Zeremonienstab. Den werde ich mir auch gleich zerlegen. Ja, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und einen Bogen. Vielleicht einen schönen Bogen. Einen Bogen, den wir nicht benutzen können. Sind wir... Doch, wir sind Stufe 16 inzwischen. Ah, wann sind wir denn aufgestiegen? Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass wir aufgestiegen sind. Jetzt haben wir nämlich hier neue Fähigkeiten auf jeden Fall. Der Höchstleistungsschuss. 1000% Jägerschaden. Und beim Aufschlag explodiert er. Verbraucht 3 Adrenalinsegmente. Ja, übertreib halt. Keine Ahnung, ob das cool ist. Drücke RB und RT gleichzeitig. Okay, Höchstleistungsangriffe, die brauchen alle 3 Adrenalinsegmente irgendwie. Hier haben wir Flammen. Ah, Flammen finde ich gar nicht so spannend. Klamm heimlich. Das hier ist eine feine Sache.
Was haben wir hier? Zeit verlangsamen. Für 5 Sekunden eine Zeitverlangsamung. Boah. Ich bin gar nicht immer so Fan von Zeitverlangsamungen. Ja, da nehmen wir doch hier gleich noch den zweiten Punkt mit. Bei Nacht ist der Schaden durch Attentate und Angriffe außerhalb eines Kampfes erhöht. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch einen Punkt über. Habe ich aber nicht. Gut. Ja, schöne Sache das. Erfolg war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Erster Stufenaufstieg. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.